Hallo liebe Kollegen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr so kämpferisch auf der Straße seid. Mein Name ist Rovanis und ich bin der Tarifinitiative TV Stutt, den Tarifvertrag für die studentischen Beschäftigten. Und wir haben euch schon in der Vergangenheit besucht und wir haben auch in der Vergangenheit schon Solidarität gezeigt. Und ich glaube, es ist besser, wenn wir zusammenstehen, wenn wir gemeinsam kämpfen, damit wir gemeinsam stark sind, damit wir gemeinsam in einer gleichen Gewerkschaft in Verdi gemeinsam für unsere Ziele und Forderungen kämpfen können. Auch wir haben in der Vergangenheit immer wieder Aktionen gemacht und wir haben auch gesehen, dass die Sprache der Arbeitgeber nur eine ist, nämlich die des Kampfes. Sie haben uns drei unterschiedliche Angebote vorgelegt und alle drei waren schlecht. Auch deswegen werden wir uns auf einen Arbeitskampf vorbereiten und ihr seid ein Vorbild dazu. Ihr seid unser Vorbild, unsere Inspiration, damit auch wir in den Arbeitskampf treten können, damit auch wir genauso wie ihr mit Arbeitskampfmethoden zeigen können, dass wir es wert sind, mehr zu verdienen, bessere Arbeitsbedingungen zu bekommen, endlich keine prekären Beschäftigungen zu bekommen. Es ist längst an der Zeit, dass wir versuchen, gemeinsam zu kämpfen. Wir sind nicht nur von der gleichen Gewerkschaft, sondern wir sind auch sozusagen vereint im Kampf gegen den gleichen Feind, gegen die gleichen Arbeitnehmer. Denn wir von den Universitäten, wir kämpfen auch sozusagen gegen das Land Berlin, gegen den Berliner Senat. Und es ist wichtig, dass wir zusammenstehen. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen mit Solidarität, mit Internationalismus. Und deswegen sind wir auch von den studentischen Beschäftigten, von der Tarifkampagne TV Stutt. Wir sind hier nicht als Gäste, sondern als Verbündete, damit wir uns gemeinsam unterstützen können, damit wir gemeinsam zeigen können, dass wir stark sind, dass wir uns, wie gesagt, immer wieder gemeinsam unterstützen können. Und mit eurem Beispiel, wie ihr heute vorangeht, das macht mich stolz. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Und wie gesagt, auch wenn die Bundestagswahlen in einer Woche vorbei sein werden, ist es wichtig, weiterhin auf der Straße zu sein. Ist es wichtig, weiterhin zu mobilisieren, die anderen Kolleginnen zu überzeugen, dass wir mehr sein können, dass wir streiken können. Und hoffentlich werden wir uns dann in den kommenden Monaten weiterhin sehen. Hoffentlich werden wir gemeinsam auf der Straße sein. Und deswegen nochmals danke, danke und nochmals danke, dass ihr so kämpferisch auf der Straße seid.